Wir haben heute den 15.05.2021 und ich bin hier gerade im Norden der Region Hannover unterwegs, etwa bei Neustadt am Rübenberge. Heute steht eine kleine Gewitterlage an. Leider ist wenig Dynamik vorhanden, das heißt, wir haben wenig Richtungs- und wenig Geschwindigkeitsscherung. Cape-Werte sind bis 400-500 können die hochgehen. Und das heißt, die Schauer und Gewitter, die entstehen, ziehen halt wirklich sehr langsam. Hauptgefahr wird dann auf jeden Fall mal kurzfristiger Starkregen sein, auch aufgrund der langsamen Zugbahn oder langsamen Zuggeschwindigkeit. Eventuell treffe ich später noch Sebastian. Das steht jetzt noch nicht ganz fest. Der ist halt gerade in Soltau, hat gerade Feierabend gemacht. Und ja, das wissen wir ja noch nicht so ganz. Ne? Auf jeden Fall, ich habe jetzt hier südlich schon ein paar Schauer, die werde ich vielleicht auch mal gleich fotografieren oder mal vielleicht einen kleinen Zeitraffer machen, weiß ich noch nicht so genau, je nachdem wie die Sicht ist. Und ja, dann sehen wir weiter, ne, was sich so noch tut. Ja, und das ist die aktuelle Situation. Ich stehe jetzt hier im nördlichen Landkreis Hannover und ich werde mich jetzt für diese kleine Zelle hier positionieren. Die kommt aus Süden, also aus dieser Richtung. Bin auf jeden Fall gespannt, ob es noch zum Gewitter wird, weil aktuell blitzt es noch nicht. Ist halt einfach nur ein Starkregenschauer aktuell. Ja, und das hier ist jetzt einmal der Schauerkomplex. Ist nicht mehr so weit weg. Man sieht auch schon den Niederschlag und da so eine kleine Unterkante. Geblitzt hat das Ganze jetzt auch schon ein paar Mal. Okay, Richtung Süden wurde auf jeden Fall irgendein Alarm ausgelöst. Und das hier ist aktuell die Umgebung, in der ich mich hier befinde, im nördlichen Landkreis Hannover. Wir haben hier eine Neuentwicklung. Das hier ist die Zelle südlich von Neustadt. Und wir haben auch Richtung Südosten und Osten Zellen. Und auch irgendwelche Sirenen. Ja, und so schaut das Ganze auf dem Radar aus. Ich mache mal hier eine kleine Animation an. Sieht man auch ganz gut meinen Standort. Das ist jetzt die letzte Stunde. Ja, man sieht jetzt besonders zwei Bereiche, wo viele Kerne unterwegs sind. Einmal östlich und nordöstlich von mir und einmal halt südwestlich. Ich hoffe ja, dass ich südwestlich, also praktisch hier raus, noch irgendwas jetzt entwickeln wird. Ich werde jetzt wahrscheinlich ein kleines Stückchen nach Norden fahren, um dem Ganzen noch Zeit zu geben. Blitzen tut das Ganze halt nicht besonders stark. Ne? Also jetzt in den letzten 5 Minuten hier 2 Blitze bei Silze. Kommt tatsächlich auch genau auf mich zu, aber ist jetzt halt nicht so dolle. Ne? Da sieht es hier natürlich Richtung Lüneburger Heide. Hier ist in das Landkreis Celle schon ein bisschen besser aus. Ja, hier kommt jetzt so ein bisschen kühler Outflow raus aus dem System. Also gut, die Dynamik war auch wirklich schlecht gerechnet. Es krummelt jetzt hin und wieder ein bisschen aus Süden, also aus der Richtung hier. Sieht jetzt natürlich wirklich Nacht nicht viel aus. Da finde ich das hier schon ein bisschen interessanter, wo man noch so ein bisschen hier so, so Aufwind sieht. So ein paar Türme, die da reingehen. Oh, da ist jetzt gerade auch geblitzt.
Ja, okay, jetzt blitzt es auf jeden Fall häufiger hier am Standort. So, jetzt geht es auf jeden Fall hier Richtung Norden. Ich denke mal, ich werde sogar Soltau die Ecke anpeilen, also an der A7, einfach, dass ich auch flexibel bin, schnell nach Norden zu kommen. Das halte ich für recht schlau. Ja, also jetzt geht es auf jeden Fall hier mit der Auslöse oder mit der Konvektion richtig los. Also hier schießt jetzt überall Schauer hoch, die auch ja, praktisch direkt anfangen zu blitzen. Auf Rodenbasteler Straße. Ja, also hier rechts das Gewitter blitzt jetzt auf jeden Fall schon recht kräftig. Das ist jetzt knapp nördlich von Hannover. Der sieht auch so ein bisschen da aus wie eine Base, würde ich sagen. Also das, was jetzt direkt im Bild ist, das Dunkle, dieses Plattenartige. Ja, vielleicht finde ich gleich hier nochmal einen Standort, um mich mal kurz hinzustellen und zwei, drei Fotos zu machen. Bevor das Ganze hier richtig anfängt zu verklastern. Nur das ist auf jeden Fall auch ein starker Gewitterkern. Blitz ist auch wirklich häufiger. Da auch gerade schon wieder. Und hier rechts vor mir hat es eben gerade den übelsten Erdblitz rausgehauen. Direkt vor mir ins Feld. Und der war auf jeden Fall richtig laut, der Blitz. Der Donner, der war richtig, richtig, richtig laut. Deswegen steige ich jetzt auch nicht aus, weil es hier echt gefährlich ist. Also ich bin jetzt hier mitten im... Ja, mitten in der Zone, wo die Blitze einschlagen. Ja, hier sieht man auf jeden Fall die Base von diesem Gewitter. Oh, jetzt fängt es an zu pissen. Und ja, das ist einmal der Niederschlagskern. Und da drin blitzt es wirklich jetzt mittlerweile häufig. Jo, das sieht doch hier gar nicht so schlecht aus. Ist auf jeden Fall eine Front. Blitzt halt immer wieder. Ziemlich nice eigentlich. Jo, könnt jetzt natürlich nochmal einen Blitz raushauen. Das wird ziemlich nice. Aber jo. Ah, es rummelt. Okay. Ja, es hat endlich mal aufgehört zu regnen. Da sieht man ein bisschen den Aufwind von der Vorauslöser. Ja,
das soll sich mal alles noch schön verstärken, ja, wie es halt easy ist, davor zu bleiben. Ich sehe es ja hier auch, wie die Wolken sich so gut wie gar nicht bewegen. Ne? Ja, ein kleines Lager-Update. Ich bin jetzt hier auf der A7 in der Wedemark, südlich der Abfahrt Schwarmstedt. Ja, vor uns ist eine Base, das ist der dunkle Bereich. Rechts daneben ist der dazugehörige Kern. Das sieht man hier vielleicht ganz gut. Und ja, links ist ein weiteres Gewitter. Das ist jetzt natürlich ein bisschen hinter den Bäumen. Aber das ist aktuell Stand der Dinge. Oh, es hat geblitzt. Ja, und der Stern ist, der Kern ist halt auch ziemlich kräftig, muss ich dazu sagen. Jetzt noch ein bisschen weiter nach Norden, so Richtung Seebetal, südliches Hamburg. Die Zellen verstärken sich gerade, die östlichen. Südlich von mir sind die Zellen jetzt auch ein bisschen strukturierter. Ich konzentriere mich jetzt trotzdem auf die nördlichen, weil in den Modellen waren die deutlich besser gerechnet und da oben ist halt auch etwas mehr Cape und ein bisschen mehr Scherung vorhanden, was natürlich dafür spricht, dass sie eventuell organisierter sind, die Zellen. Ja, und da zieht es mich jetzt auf jeden Fall hin. Hier auf der A7 regnet es jetzt die ganze Zeit, das ist ein bisschen müßig. Sebastian ist aktuell schon circa da, wo ich gerne sein würde, Richtung Seebetal, die Ecke. Hat jetzt hier mir gerade auch ein Bild geschickt mit schönen Quellungen. Ja, ich bin auf jeden Fall zuversichtlich, dass man noch das ein oder andere zu sehen bekommt. Von dem Gewitter, was ich mir als nächstes vornehmen möchte. Das ist ziemlich kräftig. Man sieht es ja auch schon, es ist dunkel. Blitzt ganz gut und zieht jetzt auf den Standort von Sebastian zu. Vorher, ne? Ich dachte halt, die Straße geht nach, ist ja auch egal. Ist ja auch egal. Ja, nee, ich fahre jetzt nochmal 3 Minuten nach Norden, gucke, ich meine, es fängt sich schon an zu tröpfeln, ohne dass ich überhaupt irgendetwas sehe, ne? Also ich fahre jetzt noch 3 Minuten Richtung Norden und mal gucken, ob ich dann bessere Sicht nach Süden habe. Hier ist es halt überall Wald und Bäume hier, ne? Also aber komplett. Ja, hier vor mir geht auf jeden Fall gerade ein kräftiger Schauer hoch. Das sieht man ganz schön. Also oben rüber sieht man die Quellung und da unten sieht man auch schon, dass es halt sehr turbulent zugeht. Also jetzt direkt über der Autobahn. Ja, es sieht halt. Ich glaube, der geht gerade hier richtig gut, der Schauer vorne. Oh, my God.
So, das Gewitter ist gerade bei Winsen und ich stehe, wie gesagt, hier oben an der A24 und das Ganze soll ja direkt auf mich zukommen. Es sieht aber auch wirklich nach nichts aus, ne? Also da hatte ich vorhin auf jeden Fall schon schönere Strukturen. Okay, wenn man da jetzt direkt über den Wald schaut, ein bisschen Kontrast sieht man da schon. Das Schöne ist halt, der Wind kommt von hinten, also geht praktisch ins System rein. Sieht halt wirklich nach nichts aus und die Sichten hier sind auch eher so mittelgut, sage ich mal. Und das ist auf jeden Fall nochmal der Tracker, wie man sieht, das Ding soll direkt auf mich zukommen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ja, mittlerweile ist es ein Dauergrummeln, ziemlich nice. Und so ein bisschen Struktur zeichnet sich am Horizont ab, also wirklich hier direkt über der Waldkante. Ja, vielleicht entwickelt sich daraus ja jetzt wirklich noch optisch was richtig Feines. Es ist auf jeden Fall mit Abstand das stärkste Gewitter aktuell im Umkreis. Es ist halt echt ein Dauergrummeln. Das ist schon echt nice. Ja, stehe ich hier immer noch an der gleichen Position, also an der A24, östlich von Hamburg. Das Ding ist wirklich am Dauergrummeln. Man sieht jetzt hier in dem Bereich, eventuell in der Base, der Wind geht halt auch rein und es ist wirklich ein kräftiger Niederschlagskern. Wie gesagt, am Dauergrummeln. Radar blende ich gleich auch mal ein. Geht auf jeden Fall gut ab. Boah, wie es inzwischen auch schon über mir krummelt.
So, ich werde jetzt wieder Richtung Auto. Das wird mir jetzt hier zu brenzlig. Auf jeden Fall. Das ist die übelste Zelle. Immer noch Inflow. Wind von hinten. Und da haut es die Erdblitze im Niederschlag rein. Wahnsinn, echt. Geiles Ding auf jeden Fall. Richtig geiles Ding. Puh. Und das haut hier echt die Blitze runter, ne? Nicht schlecht. Die Zelle läuft jetzt hier auf jeden Fall richtig aus, aber sie war eben gerade echt ziemlich nice, ne? Also wahnsinnig hohe Blitzrate, ich weiß gar nicht, was da pro Minute an Blitzen runter ist oder in 10 Minuten, aber es war echt schon ordentlich. So, ich hoffe, ich kriege hier gleich noch mal ein bisschen Sicht auf das Wadesmouth, kann so 2-3 Fotos machen. Und dann werde ich diese Zelle auch ziehen lassen. Die Straßen sind hier auch echt nicht so geil, muss ich sagen. Zum Glück hat es hier noch nicht so doll geregnet, sonst hätten wir hier echt ein Problem. Ja, hier ist nochmal der Radarfilm von eben. Man sieht auf jeden Fall sehr schön, wie sich die Zelle jetzt abschwächt. Genau beim Erreichen der A24. Ich stand die ganze Zeit circa hier. Also ganz knapp rechts von der 24 und ja, das war die Zelle, die dann auf mich zugezogen ist und die hatte zwischenzeitlich wirklich gute Blitzraten. Ja, so sah das Ganze aus um kurz nach 3. Ja, da stand ich direkt vor der Zelle, habe ja auch den Zeitraffer gemacht und da hatte die Zelle, muss ich mal hier kurz gucken, 250 Blitze, also 246 Blitze in 10 Minuten. Das ist wirklich schon eine ziemlich geile Blitzrate. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, das war auf jeden Fall die Warnung, die rausgegeben wurde. Kann ich auch optisch bestätigen. Also es hat wirklich sehr, sehr oft geblitzt. So, ich habe ja eben gerade den Hagel gesehen da am Rand. Ich werde jetzt nochmal umdrehen tatsächlich und nochmal da hinfahren, wo gerade der Chor gewütet hat und mir die Hagelansammlung anschauen. Ich hoffe, dass ich rechtzeitig da bin und nicht alles weggetaut ist. Hier vor mir entsteht auch noch eine kleine Zelle. Und wenn ich halt in den Rückspiegel gucke, da ist halt wirklich eine schwarze Wand. Ne? Sehen wir gleich natürlich, wenn wir hier einmal eine 180-Grad-Wendung machen. So, hier sieht man auf jeden Fall den Hagel. Wow, wie so echt vieles. Alter, wie es richtig vieles. Wow. Alter Schwede, das hat hier richtig gehagelt. Da rechts und links gewesen gerade. So, auf jeden Fall bin ich gleich auch. Und hier ist jetzt schon wieder alles vorbei oder was? Das ist aber, das war ja ein Mini-Core, ey. Ja, man sieht es auf jeden Fall ganz schön. Es ist hier richtig kalt, weil hier ist wirklich eine Menge Hagel gefallen. Ist jetzt natürlich schon ein bisschen weggetaut. Also Stimmung ist ja mega, ne? Korngrößen sind jetzt nicht so riesig. Also man sieht es ja auch, der Boden hier ist wirklich weiß. Hier, der hier ist ein bisschen größer. Ne? Ja, 1,5 bis 2 cm vielleicht. Auch nicht der große Wurf, aber nicht schlecht, nicht schlecht. Das hat echt gut gehagelt. So, hier hat es auch erstmal richtig runtergehauen. Junge, Junge, Junge. Das ist eine richtige Schneelandschaft hier. Aber hier sieht man es wirklich nochmal an der Korngröße. Die sind halt wirklich super klein. Ne?
Also, ja, viel Hagel, ja, großer Hagel auf jeden Fall nein. Und meine Schuhe sind jetzt nass. Mega, macht Spaß. Für Hagelmassen, das ist echt viel. Das ist wirklich viel. Gefühlt wird es auch immer mehr. Fast eine Stunde her, dass es hier rübergezogen ist, ne? Das darf man nicht vergessen. Rechts abbiegen auf Driftritter. Es ist schon einiges weggetaut jetzt. Also auch wenn man jetzt hier in den Wald reinzoomt, da sieht man ja, dass das auf jeden Fall keine Hagelansammlung ist. Es ist wirklich eine richtige Hagelschicht, ne? Heute zu dem Chasing. Ich bin jetzt wieder in Hannover angekommen. Insgesamt hat mir das doch ganz gut gefallen. Ich glaube, ich habe auch das Bestmögliche rausgeholt. Gerade die Zelle östlich von Hamburg hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Auch die Hagelansammlung in Hamburg selbst war echt beeindruckend. Da war ja wirklich eine richtig, richtig dicke Schicht. Das war ebenfalls das gleiche Gewitter, aber ein etwas westlicherer Kern. Es war wirklich cool. Gerade das Dauergrummeln hat mir echt gut gefallen. Das war heute so eine kleine Überraschungslage für mich auf jeden Fall. Ich hatte sie auf dem Schirm, auch schon vor 3-4 Tagen. Aber dass es dann letztlich doch so schöne Gewitter gibt, mit so viel Wumms, hat mich dann doch positiv überrascht auf jeden Fall. Ich sage jetzt auf jeden Fall einen schönen Tag noch und bis zum nächsten Chasing. Hier nochmal der Animationsfilm von heute. Hier sieht man sehr schön, wie mittags die Zellen hochgehen bei Hannover. Ich bin dann ruckizucki über die A7 hoch nach Hamburg und habe dann dort den dicken Klopper mitgenommen. Man sieht aber auch, wie die Zellen wirklich springen, wie ständig irgendwelche Zellen neu auslösen. Das heißt, es war wirklich relativ schwierig, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Was aber wirklich schön war, dass zumindest die Zuggeschwindigkeit nicht so hoch war. Das heißt, ich habe es auch wirklich geschafft, diese Zellen jetzt hier im Bereich vom nordwestlichen, von der nordwestlichen Region Hannover mitzunehmen. In diesem Moment bin dann wirklich ruckizucki hoch über die A7 und habe hier genau die Zelle im östlichen Hamburg abgefangen. Ja, das hat heute wirklich gut gepasst, muss ich sagen.